is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Von Freunden und Verwandten verraten. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wenn das Gesetz Gottes für ungültig erklärt und die Gemeinde durch die Feuerproben gesichtet wird, durch die alle Erdenbewohner auf die Probe gestellt werden sollen, dann wird ein großer Teil derer, die man für echt hält, auf verführerische Geister hören, Verrat begehen und heilige, ihnen anvertraute Güter preisgeben. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Viele werden auf verführerische Geister hören. Diejenigen, die in einer Zeit der Prüfung vom Glauben abfallen, werden falsches Zeugnis ablegen und ihre Brüder verraten. Um der eigenen Sicherheit willen. Diese Leute werden sagen, wo sich ihre Brüder versteckt haben und ihnen die Wölfe auf die Fersen hetzen. Christus hat uns davor gewarnt, damit wir nicht wegen des grausamen, unnatürlichen Kurses überrascht sind, den Freunde und Verwandte verfolgen. Wir werden feststellen, dass wir alle Hände loslassen müssen, nur die Hand Jesu Christi nicht. Freunde werden sich als Verräter entpuppen. Sie werden uns hintergehen. Verwandte vom Feind betrogen werden meinen, Gott einen Gefallen zu tun, wenn sie uns Widerstand leisten. Sie werden sich anstrengen, wie sie nur können, um uns in Schwierigkeiten zu bringen. In der Hoffnung, dass wir unseren Glauben verleugnen. Doch dürfen wir mitten in der Dunkelheit und Gefahr unsere Hand der Hand Christi anvertrauen. Die Nachfolger Christi müssen damit rechnen, dass sie auf Spott stoßen. Sie werden verleumdet werden, ihre Worte und ihr Glaube werden falsch dargestellt werden. Kälte und Verachtung sind vielleicht schwerer zu ertragen als das Martyrium. Eltern werden grob sein zu ihren Kindern, die die unpopuläre Wahrheit annehmen. Menschen, die Gott gewissenhaft dienen, werden der Rebellion bezichtigt werden. Besitztümer, die eigentlich den Kindern zustanden oder anderen Verwandten, die an die gegenwärtige Wahrheit glauben, werden in andere Hände gegeben werden. Vormunde werden Waisen und Witwen das wegnehmen, was ihnen rechtmäßig zusteht. Menschen, die sich vom Bösen abwenden, werden sich dadurch zu Opfern machen, weil Gesetze erlassen werden, um das Gewissen zu nötigen. Da werden sich Leute Besitztümer aneignen, die ihnen nicht gehören. Die Worte des Apostels werden sich in naher Zukunft bewahrheiten. Alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. The Lord is coming. Are you ready?